meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch die Technik Traveling Cup oder zu Deutsch den wandernden Becher machen. Und jetzt reden wir nicht mehr lange, starten rein ins Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So ihr Lieben, wir starten heute mit einer schwarzen Basisfarbe. Die habe ich hier, die werden wir für unseren Hintergrund verwenden. Dazu schütte ich einfach ein bisschen Basis hier auf unsere Leinwand. Sehr schön. Das Ganze werde ich jetzt ausstretchen. Okay, ihr Lieben, wir haben hier eine wunderschön schwarz glänzende Unterfläche geschaffen. Jetzt werde ich einmal hier frische Handschuhe anziehen. Unsere schwarze Farbe stelle ich derweil beiseite, die brauchen wir gerade nicht. Wir wollen heute Traveling Cup oder zu Deutsch den wandernden Becher machen. Ich habe dafür ganz schöne pastellige Rosatöne vorbereitet. Wir haben hier einmal Light Rose von Amsterdam. Wir haben Titanium Weiß. Wir haben Primary Magenta. Und wir haben Amsterdams Purple. Das Purple habe ich ein kleines bisschen heller gemacht. Einfach, ich habe einfach einen Schuss Titanium Weiß dazu gegeben. Genau. So, meine Farben sind im Verhältnis 1:1:1 gemischt. Dementsprechend habe ich ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Wasser und ein Teil Floetrol benutzt. Okay, so. Ich habe gesagt, ich möchte unseren Half Cup heute wandern lassen. Nun beginne ich, wie gewohnt, meine Farben zu schichten. Ich werde hier den Becher ein bisschen festhalten. Und beginne mit Light Rose von Amsterdam. Die nächste Farbe, die ich schichte, ist Titanium Weiß. Anschließend benutze ich Primary Magenta. Und ganz zum Schluss nehme ich unser Purple. Ich halte meinen Cup ein bisschen fest, ihr könnt es sehen, weil ich gleich bestimmen möchte, wo er hinwandert. Ganz kleines bisschen Titanium Weiß noch. Und ihr könnt sehen, unser halber Becher ist voll. Und nun möchte ich den Becher einmal über die Leinwand gleiten lassen. Ich mache es ganz langsam, dass ihr es auch gut erkennen könnt. Das lassen wir jetzt so stehen und ich beginne wieder mit Light Rose, Titanium Weiß, Primary Magenta, Purple und ganz zum Schluss noch ein bisschen Titanium Weiß. So ist gut. Wir haben hier drunter richtig, richtig viel Farbe. Damit werden wir gleich arbeiten. Einen Cup möchte ich noch setzen, ungefähr hier. Und ich mache wieder die exakt gleiche Reihenfolge. Ich beginne mit Light Rose, Titanium Weiß, Primary Magenta, Purple und noch einmal Titanium Weiß. So, das reicht uns. Wir haben dann auch genug Farbe auf unserer Leinwand. Dementsprechend bringe ich meine Becher ein bisschen in Sicherheit. Und einmal lasse ich ihn noch wandern. Sehr gut.
Nun gehe ich einmal mit dem Brenner drüber. Ihr könnt sehen, wir haben gerade in diesem Sektor wirklich noch ganz, ganz viel Farbe. Das werden wir aber gleich ausdehnen. Also diesen Part hier finde ich super, super schön. Ihr könnt sehen, wie schön sich die Farben miteinander verhalten. Das Primary Magenta, das Light Rose und das Titanium Weiß geht perfekt zusammen. Was ich jetzt gerne noch machen möchte, ist, ich schnappe mir einen Strohhalm. Hier habe ich einen. Und möchte hier die Ränder noch ein bisschen ausblasen. Ja, das finde ich wirklich schön. Ihr könnt hier super erkennen, wie gut die beiden Techniken zusammengehen. Wir haben hier unseren schönen Farbverlauf. Wir haben hier das Blowout. Ich finde, es geht toll zusammen. Durch den Blowout holen wir natürlich noch unsere Farbe, die darunter liegt, ein bisschen hervor. Ich finde, das macht das Ganze auch einfach noch ein bisschen spannender. Sehr gut. Gut, mit dem Blowout bin ich fertig. Ich gehe noch einmal ganz kurz mit dem Brenner drüber. Okay, meine Lieben, kommt mal ein bisschen näher ran, guckt euch das an. Wir haben heute so ein bisschen Mixed Media gemacht. Wir haben in der Mitte unseren wandernden Becher. Ihr könnt hier super schön die einzelnen Schichten erkennen, die wir gelayert haben. Wir haben heute nur drei Farben verwendet und es ist toll, was für ein Farbspiel rausgekommen ist. Durch das Ausblasen der Ränder haben wir das Ganze noch spannender gemacht, als es, finde ich, am Anfang eh schon gewesen ist. Ich muss sagen, ich liebe es wirklich sehr. Die Farben harmonieren perfekt miteinander, obwohl es nur drei an der Zahl sind. Also meine Lieben, sagt mir gerne, wie ihr es findet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne ein Like da. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.